Worst Case 2030 wäre für mich die Situation, dass wir im Vergleich zum Status quo, also zu der heutigen Situation, im Kern eigentlich nicht wirklich weitergekommen sind. Die heutige Situation ist nach meinem Dafürhalten dadurch insbesondere zu charakterisieren, dass wir darauf hoffen, dass insbesondere der Staat die anstehenden Bildungsfragen löst. Das glaube ich nicht mehr. Was wäre die Worst-Case-Situation, wenn Sie es konkret machen würden? Wir haben am Ende des Tages erstens beispielsweise immer noch keine wirkliche Grundinfrastrukturversorgung an den Schulen, an den Hochschulen, in den Unternehmensbetrieben. Wir schaffen es nicht, soziale Ungleichheit, die wir nachweislich in dem System drin haben, wirklich einigermaßen adäquat zu beseitigen. Und wir sind am Ende des Tages im schlimmsten Fall Vertriebskanal für Anbieter digitaler Bildungsinhalte geworden, die über YouTube oder über sonstige Plattformen Bildung anbieten, wo wir in Deutschland keine Antwort darauf haben, außer klassisch traditionelle Lehre, die aber in der Lebenswelt von jungen Menschen, aber auch von Erwachsenen so nicht mehr ankommt und nicht mehr akzeptiert wird. Also der Best Case für mich 2030 wäre, dass wir, wie wir es nennen, dass Bildung Commodity ist. Ich will also sagen, es wird nicht mehr darüber nachgedacht, ob Bildungsinhalte zur Verfügung stehen, sondern Bildung ist in jedweder Art und Weise, nicht nur in klassischen Büchern, die es nach meinem Dafürhalten noch 2030 ganz genauso geben wird, aber vor allem halt eben auch digital, weil wenn wir Bildung heute zeitgerecht und modern gestalten wollen, reden wir über Individualisierung, reden wir über Differenzierung und nicht, wie es heute in den Unis noch ist, ein Prof, 1000 Leute in der Vorlesung und wir machen so, als würden alle Inhalte alle in gleicher Art und Weise erreichen und würden alle das Gleiche verstehen. Also wenn wir zeitgemäß dies machen wollen und nicht ein Bildungsbild realisieren wollen, das schon 500 Jahre alt ist, dann bedarf es einer Differenzierung. Und Differenzierung wird der Staat in der Mikrovielfalt, die dort notwendig ist, alleine nicht leisten können. Also brauchen wir dort soziale Interaktion. Es braucht einfach eine Graswurzelbewegung, die diese Bildung aufgreift. Das kann die Familie sein, das kann eine Peergroup sein, das kann sonstige soziale Strukturen sein, die dort unterstützend reingehen, um diese Differenzierung zu realisieren.